Laut NASA werden wir in den nächsten Jahren Aliens finden und die NASA will die erste Weltraumorganisation sein, der das gelingt. Damit sie dabei erfolgreich ist, hat sie jetzt eine neue Organisation gegründet, um schneller erfolgreich zu werden. Sie hat jetzt das Center for Life Detection Science, CLDS, auf Deutsch das Zentrum für die Erkennung von Leben ins Leben gerufen. Was die NASA damit vorhat, klickt zum Science Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Die NASA scheint sich immer sicherer zu sein, dass wir tatsächlich schon bald auf außerirdisches Leben stoßen werden. Um das zu beschleunigen, hat sie jetzt das Center for Life Detection Science, CLDS, gegründet. Dabei soll das Center alle möglichen Prinzipien abklopfen und Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nicht nur der NASA an der Suche beteiligen. Im Rahmen des Centers for Life Detection Science sollen Forschungsteam der Georgetown University und der Georgia Tech University mit der NASA kooperieren und so die Suche auf eine breitere Basis gestellt werden. Werden jetzt also Aliens schneller gefunden? Center-Chef Tori Höhler. Wir haben jetzt die wissenschaftliche und technische Expertise, um diese tiefgreifende Frage mit der Klarheit wissenschaftlicher Beweise anzugehen. Und wir haben eine großartige Gemeinschaft von Wissenschaftlern, die bereit für diese große Herausforderung sind. Das hört sich nach einem Jahr an. Dabei setzt die neue Institution auf ein sehr breites Verständnis von außerirdischem Leben. Die Suche nach Leben jenseits der Erde kann kein einheitlicher Ansatz sein, so Höhler. Sprich, Leben kann nach Auffassung von Höhler ganz anders sein, als wie wir es kennen. Und selbst hier auf der Erde gibt es ja immer wieder Überraschungen. Einzeller, die direkt an heißen Quellen bei 80 Grad Celsius von deren chemischer Energie leben und einen Schwefelstoffwechsel haben. Sauerstoff ist für sie giftig. Oder ein Lebewesen, das Quadratkilometer groß ist. Der Pilz der Gattung Hallimasch im nordamerikanischen Oregon erstreckt sich über 9 Quadratkilometer und ist schätzungsweise 2400 Jahre alt. Also schon hier auf der Erde gibt es extrem außergewöhnliches Leben. Wie könnte es also erst auf Exoplaneten oder den Monden hier in unserem Sonnensystem existieren, wo die Bedingungen ganz anders sind? Wie zum Beispiel auf dem Saturnmond Enceladus. Deshalb definiert Sarah Stewart von der Georgetown University das Ziel der neuen Organisation so: das Leben so zu erkennen, wie wir es nicht kennen. Um das zu erreichen, müsse laut Höhler so vorgegangen werden. Um den besten Erfolg zu erzielen, müssen wir Werkzeuge und Strategien entwickeln, die darauf ausgelegt sind, das Leben unter den einzigartigen Bedingungen anderer Welten zu erkennen, die sich nicht nur von der Erde, sondern auch voneinander unterscheiden. Deshalb will sich das Team jetzt auf die Ozeane der Monde mit Indizien für Leben in unserem Sonnensystem und den antiken Mars konzentrieren. Beim Mars geht es also um Lebensformen, die dort vor Millionen Jahren existiert haben könnten, als er sogar so lebensfreundlich wie die Erde gewesen sein könnte. Aber auch die Suche nach Leben auf Exoplaneten soll weiter vorangetrieben werden. Dafür wurde ein Online-Portal geschaffen, damit auch außenstehende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen Daten des SETI-Projektes auswerten können. Hier werden ja unendlich viele Daten aus den Signalen des Weltraums gefiltert, um darin tatsächliche Lebenszeichen zu finden. Da wird es ja extrem spannend, ob künstliche Intelligenz jetzt nicht viel schneller auf intelligente Signale in den Unmengen an Daten stoßen wird und vielleicht ein kleines Forschungsteam außerhalb der NASA dafür den besseren Algorithmus entwickelt. Der erste Kontakt könnte also schneller stattfinden, als wir denken. Wie er aussieht, das erfahrt ihr im Video von Dr. Watson. Hier klicken, ein extrem spannendes Video. Also deshalb Folgendes machen, draufklicken, ansehen und abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.